Servus, Morsche. Und Kaffee in der Koppenei und auf gestarten die Woche. Ah, jetzt hört man immer im Wetterbericht vom Frühling, was denn für ein Frühling, das Wetter hüpft so ein bisschen hin und her. Frische Winter haben wir auch keiner. Aber aufpassen, lass die Winterreifen noch drauf, da kommt noch was. Mein Hust und Schnüppel hüpft auch so ein bisschen hin und her, wetterbedingt, aber das kennt ja der ein oder andere vielleicht. Ansonsten kann man echt nur noch heulen, schreien und die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Was ist denn hier los? Politiker, was ist los in dem Land? Jetzt streitet er intern, ob die GroKo, die Großkoalition, überhaupt kommen soll. Wann wollt dann ihr anfangen zu regieren? Wann wollt dann ihr wieder mal was beschließen, was Stabilität in das Land bringt? Kerle, Kerle, Kerle. Ich habe ein Interview gehört mit dem Reporter vom Spiegel und einer syrischen Familie, die ist im zweiten Jahr hier, spreche kein Deutsch, er hat keine Schulbildung, secht in die Kamera, sie habe drei Kinder. Er ist hierher gekommen mit seiner Familie, um seiner Familie besser Leben zu bieten, weil bei denen gibt es zum Beispiel nur 10 Euro Kindergeld. Hörte mal genau dahin! Unfassbar! Und jetzt gibt es ein Urteil, dass Asylanten, die 6 Monate hier im Land waren, dass sie sofort Sozialhilfe kriegen. Nicht immer mehr Hartz IV, wo sie ein paar Auflagen erfüllen müssen. Das ist auch unfassbar. Wo sollen das hinführen? Die Kommunen werden pleite, wir werden doch alle irgendwann pleite. Das geht doch mal hingelos. Politiker, macht jetzt mal was und trefft Entscheidungen, einigt euch und macht was für das Land, dass Stabilität hineinkommt und was, was uns alle echt gut tut. Wirklich alle. Ich kann an der Stelle nichts mehr anderes sagen. Habt eine angenehme Woche.